Klunk. Aber so war es eben. Huch. Die sieht aber nicht so richtig nach einem Fuchs aus irgendwie. Es überrascht, dass du die Güte hast, mir leb wohl zu sagen. Ich danke dir, Geliebte. Früher oder später hätte es enden müssen. Ja, das ist das Ende der zwitschernden Vögel und grünen Weiden. Jedoch der Beginn des trüben Wassers und des leeren Notizbuchs. Ich muss fort. Ich weiß. Keine Spur von dem Fuchs. Vielleicht weiß die Frau ja, wo er hin ist. Nanu, da ist ja der Fuchs. Aber wo ist denn die Frau von eben hin? Ha! Endlich! Hab dich! Was? Oh Mann. Hör auf, mir zu folgen, Jerry. Weißt du denn nicht, was es bedeutet, wenn jemand vor dir wegläuft? Das tut mir leid. Soll ich gehen? Nein, bitte. Ich will lieber nicht alleine sein. Ja, aber was ist denn überhaupt passiert? Was ist denn passiert? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber du würdest mich hassen. Und es gibt schon mehr als einen Menschen, der mich hasst. Du solltest niemals das Wort Hass benutzen. Das macht dir die Zähne kaputt. Finde ich sehr schön. Du hast auch die Butter. Du hast auch die Butterbrotdose deines Mitschülers in Flammen gesetzt. Oh, wie hat er das denn gemacht? Wahrscheinlich gezaubert. Wir nehmen du das. Du solltest niemals das Wort Hass benutzen. Das macht dir die Zähne kaputt. Sagt meine Mama immer. Ich meine, habe ich mal in einem Magazin gelesen. Nun, wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dein Herz gebrochen hätte? Würdest du sie nicht hassen? Ich weiß nicht. Mir wurde noch nie das Herz gebrochen. Wenn du lange genug bei mir bleibst, werde ich es dir brechen, wenn du willst. Ich glaube, ich habe vorhin gesehen, wie jemandem das Herz gebrochen wurde. Besonders lustig sah das nicht aus. Nein, ihr Menschen seid so zerbrechlich. Ihr seid ganz und gar nicht wie Füchse. Wir versuchen, euch glücklich zu machen. Aber es geht immer schief. Die Statue hier hat gesagt, ich soll niemals einem Fuchs trauen. Er ist auch ein Fuchs. Zumindest war er es. Bis er vor ein paar hundert Jahren seine Neunschwänze an einen Dämon verkauft hat. Also, warum solltest du ihm vertrauen? Das ist eine gute Frage. Was haben wir denn so? Also, weißt du, wie... was? Also, du, weißt, wie ich heiße? Achso, ja. Sicher eine blöde Frage, aber was bist du? Fuchs oder Mensch? Das finde ich sehr interessant. Sicher eine blöde Frage, aber was bist du? Fuchs oder Mensch? Ich bin ein Fuchs, aber ich kann deine Wahrnehmung von mir ändern, ganz wie es mir passt. Wirklich? Das ist der coolste Zaubertrick, von dem ich je gehört habe. Findest du? Es ist nicht so schwer, wenn du es nur versuchst. Jeder kann das, wenn man nur weiß wie. Ich auch? Ich bin dabei, ein großer Magier zu werden, weißt du? Oh. Bringst du mir bei, wie man das macht? Nein, ich habe bei der Ehre meiner Eltern versprochen, dass ich es niemandem beibringen würde. Die Füchse hier benutzen es nur, um Menschen unglücklich zu machen. Aber nicht ich. Ich will, dass sie glücklich sind. Aber es klappt nie. Aber ich bin ein Mensch, kein Fuchs. Aber ich bin ein Mensch, kein Fuchs. Tut mir leid, Jerry. Ich kann es wirklich nicht. Es sei denn, willst du Menschen wirklich glücklich machen? Wenn du jemanden Traurigen glücklich machst, dann glaube ich dir vielleicht. Ich habe meine Mama gefragt und sie hat nur laut gelacht. Ich habe Mama mal gefragt, wie man Menschen glücklich machen kann. Und sie hat nur laut gelacht. Reicht das? Nein, Lachen reicht nicht. Hast du jemanden so glücklich gemacht, dass es sie dazu inspiriert hat, etwas ganz Besonderes zu tun? Nein, nicht wirklich. Dann komm zurück, wenn du es geschafft hast. Ich weiß, dass du es kannst. Das heißt, wir müssen einen Menschen besonders glücklich machen. Wir können mal kurz mit dir reden. Wir versuchen es nochmal da. Kannst du mir jetzt den Zauberspruch beibringen? Hast du jemanden so glücklich gemacht, dass es sie dazu inspiriert hat, etwas ganz Besonderes zu tun? Nein, nicht wirklich. Dann komm zurück, wenn du es geschafft hast. Ich weiß, dass du es kannst. Okay, dann fragen wir mal das andere. Weißt, wie ich heiße? Oh, ich habe dich schon eine Weile beobachtet. Drüben in der anderen Welt, in der wir uns getroffen haben. Ach ja? Es tut mir leid, ich hätte mich vorstellen sollen. Ich bin Kitsune. Mein Name ist Jeremias Haselnuss. Aber Freunde nennen mich Jerry. Jerry. Oh. Du hast, glaube ich, etwas verloren.
Oh, bitte behalte es. Ich glaube, ich fände es schön, wenn du es mit dir nehmen würdest, damit du an mich denkst. Okay. Oh. Irgendwie süß. Woher kennen wir uns denn noch gleich? Woher kennen wir uns noch gleich? Ich habe dich schon eine Weile beobachtet. Drüben in der anderen Welt, in der wir uns getroffen haben. Achso, das ist das Gleiche nochmal. Ich komme bald zurück. Ich verspreche es. Bis bald. Okay, dann gehen wir nochmal kurz in die Gärten rein und schauen mal, was da so ist. Wir sind jetzt sehr abrupt wieder zurückgegangen, haben sie gar nicht umschauen können. Ah, einen Dichter haben wir hier. Bambus. Schauen wir uns mal den Bambus an. Bambus, so weit das Auge reicht. Das wären super Pogo-Stäbe. Was sind denn Pogo-Stäbe? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ein Froschteich. Nee, echt nicht. Ich verstehe nicht, warum dieser Dichter es so interessant findet, den Teich anzustarren. Da ist doch gar nichts drin. Moment, ich habe da so eine Idee. Ist das ein Frosch, den ich da höre? Ein Frosch. Aha, nein. Meine Inspiration schwindet wieder dahin. Okay. Wie wär's damit? Da passe ich besser gut drauf auf. So? Da passe ich besser gut drauf auf. Da passe ich besser. Nein, okay. Dann. Da passe ich. Dann quaken wir noch mal kurz den Frosch an. Ach, Moment, ja. Ich habe es. Alter Teich. Der Frosch erspringt. Klang des Wassers. Ach, das ist perfekt. Ascho, du alter Dummkopf. Du hast es doch noch in dir. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, schon weit vorgegriffen mit meiner Idee. Der Sprung des Frosches, wie sich das Wasser teilt. Ja, habe ich. Indem es Raum freigibt, das Leichte überwindet das Schwere. So wohl auch mein Herz. Oh. So, aber jetzt haben wir ihn zum Dichten gebracht und das dürfte eigentlich reichen. Ich habe gesehen, was du für den Dichter getan hast. Seine Gedichte sind von großer Schönheit, aber sie entstehen aus einem Schmerz heraus. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Darum musste ich ihm das Herz brechen. So ist es immer. Aber du weißt, was es bedeutet, andere glücklich zu machen. Und jetzt will ich dir helfen. Sieh genau hin, Jerry. Schon ziemlich cool. Ich verstehe. Aber wie mache ich das jetzt? Das ist Zauber Nummer 3. Ja, ich habe mal wieder einen neuen Zauber gelernt und wie wir das benutzen, alles wissen wir klar. Dabei. Lass uns zurück nach Mauswald reisen. Glaub mir, dieser Wald ist nichts für dich. Die Füchse hier sind nicht so nett wie ich. Außerdem möchte ich sehen, ob so jemand Ulis Spezialgebäck probiert hat. Oder ob Plato endlich genug Mut zusammengerafft hat, um mit Anja zu sprechen. Wow, woher weißt du das denn alles? Du wärst überrascht, was man alles mitbekommt, wenn man sich in eine Statue verwandelt. Also warst du es, die mich beobachtet hat. Ich wusste, dass diese ganzen Statuen irgendwie seltsam waren. Yep. Yep. Das muss reichen. Also geht es wieder zurück nach Mauswald. Meine Fresse. Okay, nach kleinen Startschwierigkeiten haben wir jetzt auf jeden Fall den Zauber bekommen. Wir springen zusammen mit Kitsune einfach mal zurück nach Mauswald. Sehr schön, sehr, sehr schön. Oh ja, sie haben sich wohl getraut, ja. Was tun sie denn? Was hat sie denn?
Weißt du, wo wir hier sind? Wer bist du? Oh Mann. Was hast du gesehen? Verstehst du es schon? Ich... Nein. Ich habe eine Geschichte für dich geschrieben. Sie hilft dir vielleicht besser zu verstehen. Fürchte dich nicht, aber sei vorsichtig. Okay, wir haben jetzt Geschichte 6 schon bekommen. Oh mein Gott. Ich soll die Geschichte lesen? Was das nur alles zu bedeuten hat? Dieser Frage gehe ich nach, Jerry. Der Marquis? Wo sind Sie? Noch immer im Haus des Magiers. Du hast den Zauber der Füchse erlernt. Das hast du sehr gut gemacht. Füchse sind schwierig, aber sehr faszinierend, nicht wahr? Ja, aber was soll ich jetzt machen? Im Nordwesten gibt es einen kalten Baum. Er führt ins ewige Eis. Dort wirst du deinen nächsten Zauber finden. Suche nach dem Zugang zum kalten Baum in den Wipfeln im Nordwesten. Reisende, die des Weltenwanderns mächtig sind, sollen sich dort oben niedergelassen haben. Na gut, aber ich würde doch gern bald kurz nach Hause gehen. Darf ich? Hallo? Er hört mich wohl nicht. Okay. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Jetzt hätte ich das gerne mal ausprobiert. Ich glaube... Okay, also auf jeden Fall... Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ja, es sieht aus, als ob die Bäume versiegelt werden. Immer versiegelt werden. Sind doch... Ja, das sind die beiden. Okay, jetzt müssten wir eigentlich diese Geschichte hören, wie es aussieht. Moment, Bonussammlung. Aber, wir haben ja erst 1 und auf einmal 6, 1, 2 und 6, das ist hart. Die 6. Geschichte, die Georg den Hirsch und Oma Maus an einen geheimnisvollen Ort in den Tiefen des Waldes führt. Okay, also die 6. Geschichte ist jetzt... 1. Geschichte. Achso, okay, das geht da immer ein gutes Stück weiter. Aber die kann ich mir jetzt gerade nicht anhören, weil ich spiele nicht alleine, liebe Freunde. Wir lauschen da später rein und verstehen da vermutlich ganz viel. Und ich habe schon eine Idee, wie wir da hinkommen. Ich meine, das ist jetzt nicht so schwer. Das mache ich besser bei Tag. Ja, okay. Abgesehen davon, dass es dafür Tag sein muss. Das stellt mich gerade so ein bisschen in so einen Zwiespalt, weil ich würde euch natürlich die ganze Geschichte in einem Stück präsentieren wollen und jetzt nicht so gestückelt irgendwie. Aber warum haben wir auf einmal die 6. bekommen? Das finde ich ein bisschen schockierend. So, jetzt lassen wir aber erstmal die Pilze wachsen. Na, mal sehen, ob das klappt. Weil wo soll es sonst frostig sein? Bitte schön, eine Treppe. Ich geb's zu, ich bin von mir selbst beeindruckt. Noch besser wäre natürlich eine Pilzrolltreppe gewesen. Ja, komm, jetzt verlang mal nicht zu viel, das ist schon okay.